Die Grenzlandschau Komisar hat am Donnerstag ihre Tore geöffnet. Stadtbürgermeisterin Mathilde Weinandi begrüßte die Gäste im Festzelt. Auch wenn sich viele Dinge ändern würden, die Freundschaft zu St. Vith in Belgien bleibe weiter bestehen, auch wenn die belgische Messe Komisar nicht mehr existiere. Schirmherr Roger Gräf, Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm, hält die Grenzlandschau für ein Erfolgsmodell. Gemeinsam schnitten Roger Gräf und Mathilde Weinandi symbolisch ein rotes Band durch und gaben damit die Messe offiziell frei. Zahlreiche Ehrengäste und Aussteller begleiteten den Schirmherr bei seinem ersten Rundgang. Gut 200 Aussteller aus Deutschland, Belgien und Luxemburg präsentieren sich bis Montag, den 4. Mai, auf der Grenzlandschau. Darunter die Autohändler in der Region im eigenen Händlerzelt und auf dem Freigelände. Dort findet man auch Motorgeräte, Baumaschinen und weitere Nutzfahrzeuge. Handel, Handwerk, Dienstleistung. Unter diesen Stichworten findet der Besucher ein breites Angebot. Darunter zum Beispiel auch die Touristiker und die Gästeführer der Eifel, die in besonderen Kostümen ihre Führung präsentieren. Heute ist die Grenzlandschau eröffnet worden. Es ist eine riesige Ausstellung, die die Leistungsstärke unseres Handels und Gewerbes zeigt. Und deshalb sind alle ganz herzlich nach Prüm eingeladen. Ja, und sie kommen auch in Massen, wie man heute Morgen sieht. Die große Zahl der Gäste schon bei der Ausstellungseröffnung beweist, die Grenzlandschau ist ein Magnet für diese Region, für die ganze Region, Deutschland, Belgien und Luxemburg. Und wir freuen uns auf wunderbare Tage hier. Die Grenzlandschau auf dem Ausstellungsgelände in Prüm ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.